Ihr habt es gesehen, wir machen heute leckere Schokobrötchen. Und bevor ich euch die Zutaten sage, ich habe jetzt hier meinen Zucker drin. Ich sage euch dann auch gleich die Mengen und die Hefe. Und da gebe ich jetzt mein lauwarmes Wasser bzw. lauwarme Milch, weil wir haben nämlich beides. Dann kann die Hefe nämlich jetzt schon mal arbeiten. Und ich sage euch, was wir alles haben. Und zwar, wir haben hier drin einmal 200 Gramm Mehl, eine Prise Salz, so einen halben Teelöffel Zimt. Dann haben wir so eine Messerspitze Muskatnuss. 45 Gramm Zucker sind hier drin, so ein halbes Päckchen Trockenhefe ist hier auch drin. Dann haben wir hier wiederum drin 20 Gramm Butter. Und hier haben wir jetzt noch drin ein halbes Päckchen Vanillezucker, 60 Milliliter lauwarme Milch, 30 Milliliter Wasser. Dann wechseln wir wieder, hier ist ein Ei drin und hier haben wir 100 Gramm grob zerhackte Schokolade, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg groß noch, aber egal. Mir macht das nichts, ich finde es immer schön, wenn das noch ein bisschen hart ist. Ihr könnt natürlich auch Schokotropfen euch kaufen, aber wie gesagt 100 Gramm. Und es hat jetzt also nichts zu bedeuten, also hier schon, also bei der Hefe, da ist ja immer gut, wenn man da Zucker dazu gibt. Und die geht ja in lauwarm Wasser oder Milch. Aber hier habe ich jetzt die restlichen Zutaten einfach so da reingegeben. Also das hat jetzt nicht irgendeine Reihenfolge oder irgendeinen Plan. Jetzt lassen wir einfach einen Moment die Hefe arbeiten und dann rühren wir uns schon den Teig zusammen. So, jetzt geben wir da noch unsere Hefemischung dazu. Hier klebt noch ein bisschen was. Ich habe übrigens saubere Finger. Keine Panik. Und die Schokostücke, die gebe ich erst nach dieser Runde dazu. Und jetzt heißt es einfach verrühren. Etwas mehr Mehl gebe ich jetzt dazu. Ich meine, später müssen wir eh noch dementsprechend viel Mehl dazugeben, dass wir es einfach in der Hand formen können. Aber ein bisschen können wir jetzt schon mal dazugeben. Waren das jetzt vielleicht so 25 Gramm und dann verrühren wir das nochmal. Und jetzt geben wir unsere Schokolade mit dazu und verrühren das nochmal. So sieht unser Teig jetzt aus. Jetzt wird das Ganze abgedeckt und soll erstmal gehen. So, jetzt ist der Teig gegangen. Falls ihr euch jetzt wundern sollte, warum das die Schokolade schon so verschmiert ist. Ich habe mir im Endeffekt doch überlegt, das Ganze im Ofen gehen zu lassen bei niedriger Temperatur, damit es einfach schneller geht und weil ich mir auch gedacht habe, die Schokolade schmilzt ja am Ende eh. Was ich jetzt da nur machen werde, ist, dass ich das Ganze jetzt vorsichtig verknete, also jetzt nicht alles jetzt nochmal so verkneten, das hätte ich aber sowieso nicht gemacht, damit wir natürlich jetzt trotzdem dann noch so eine Schokobrötchen haben und nicht, also nicht jetzt, dass man nur Schokolade sieht. Und zwar nehme ich mir einfach immer ein bisschen Mehl, ich muss jetzt gerade selbst überlegen, wie groß ich die mache, und forme sie mir einfach zu Brötchen. Hinter mir habe ich schon das Backblech mit Backpapier hingelegt. Da gebe ich die jetzt so drauf. Und den Ofen habe ich auch schon mal auf 200 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Ich tue jetzt mal hier Mehl hin. Und dann kann das Ganze nämlich auch schon rein. Was ich mir dann noch vorbereite, bis die Brötchen dann fertig sind, weil die sind nicht lange im Ofen, ist etwas Aprikosenmarmelade. Die tue ich mir einfach etwas erhitzen, damit die besser zum Verstreichen ist. Und dass wir die dann gleich damit einpinseln können, wenn die Brötchen aus dem Ofen kommen. So, da sind unsere Brötchen. Die waren jetzt 15 Minuten im Ofen, also so zwischen 15 und 20 Minuten sollen die rein. Die sind auch richtig soft, also ich könnte da jetzt richtig schön reinknautschen. Jetzt habe ich hier, wie ich vorhin erwähnt habe, noch zwischendrin Aprikosenmarmelade erwärmt, einfach damit sie besser zu verstreichen ist. Und jetzt können wir einfach damit unsere Brötchen einpinseln.
halte es mal hier fest. So, meine Lieben, wir sind fertig. Ich habe es jetzt abkühlen lassen. Jetzt brechen wir einfach meins auf, würde ich sagen. So sieht das Ganze aus. Okay, hier das Mehl ist jetzt vielleicht nicht so vorteilhaft, dass das da jetzt noch so ist. Aber ich probiere es jetzt einfach trotzdem mal. Ich bin gerade im Schokohimmel, Leute. Oh Gott, das ist genau meins. Vollmond redet man nicht. Aber wisst ihr, was so richtig gut ist? Die sind so richtig schön knautschig. Also die kann man, sind vielleicht nicht gerade appetitlich, aber die kann man richtig schön zusammenknautschen. Also, so eine sollten sie mal beim Bäcker haben, jetzt ohne Witz. Und ich muss dazu sagen, ich lobe mich ja nicht selber, weil das Rezept kommt nicht von mir. Also kann man auch nicht sagen, das ist eingebildet, weil es kommt nicht von mir. Ich habe es einfach nur nachgemacht und ich finde es Weltklasse, weil es einfach so richtig weich ist. Richtig schön weich. Und bevor ich das Video noch in die Länge ziehe und weiter schwärme, würde ich einfach nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!